Und damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft. Ja, wir waren gerade dabei, unser wunderbares Haus zu bauen, wurden aufgehalten von einem ganz großen Raid, von einem Überfall von irgendwelchen komischen Kreaturen, die uns einmal sterben lassen haben, aber wir konnten unsere Heimat zum Glück im Kampf wieder erobern. Und jetzt sind wir Held des Dorfes. Genau, trotzdem ist unsere Mission immer noch, dieses Haus weiter und fertig zu bauen. Und ihr seht, also wir haben hier noch ein bisschen was an Stein, was fehlt. Wir haben hier noch ein bisschen was an, ja, halbwegs Dach, was fehlt. Wir müssen noch die Glasscheiben weiterbauen, tatsächlich. Und genau, hier muss noch ein Treppenhaus hin, was am Ende, doch, das Treppenhaus muss gebaut werden tatsächlich, weil irgendwie muss es ja hoch auf den Dachboden gehen, da ja auch noch bewohnbar werden soll. Und mir fällt gerade auf, ich habe gar kein Schlafzimmer. Ich habe eine Küche, ich habe ein Wohnzimmer, ich habe ein Badezimmer und hier noch ein Zimmer, das könnte zwar das Schlafzimmer sein, aber ich hätte gerne das Schlafzimmer oben auf dem Dach. Oder unter dem Dach. Dachbodenwohnungen sind immer super im Sommer. Immer. Aber hier in Minecraft spürt man zumindest keine Wärme. Das spekuliere ich mal jetzt so. Und genau, es sieht so aus, als wäre es bald abends. Deswegen würde ich gerne nochmal in mein Inventar schauen, wie es da aussieht. Und dann vielleicht auch bald etwas schlafen gehen. Ich sortiere mal ein bisschen vielleicht. Vielleicht wäre das eine gute Sache. Genau. Die Frage ist jetzt, was machen wir vielleicht morgen? Also was ist morgen? Jetzt morgen in spielerischer Hinsicht. Ich würde gerne das Dach fertig machen. Dafür brauchen wir Holz. Wir haben noch Holz. Und da fällt mir gerade ein, das können wir auch jetzt machen. Das können wir auch jetzt machen. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Das können wir auch noch vor Sonnenuntergang regeln vielleicht. Obwohl ich möchte eigentlich nichts riskieren und nicht von irgendwelchen Creepern in die Luft gebombt werden. Das wäre sehr uncool. So. Einmal kurz schlafen. Und der nächste Tag beginnt. Wunderbar. Oh no. Oh no. Oh no. Er schon wieder. Oder? Ist das ein böser, böser Bub? Nee, ich glaube, das war nur ein Zombie. Ich glaube, das war nur ein Zombie, das war kein Raider, weil diese Raider gehen mir ziemlich auf den Sack. Ja, die gehen mir ziemlich auf den Sack. So. Wunderbar. Dann hätten wir auch unser Dach für erstmal fertig. Sehr, sehr gut. Das, was jetzt wichtig wäre, wäre erstmal das Glas, würde ich sagen, oder? Wir bauen erstmal Glas in unser Haus rein, sodass wir als Bewohner sicher sind. Und dann kann man weiter überlegen, ob man sich da ein Bett reinbaut, solange ich nicht mehr, also dass ich dann nicht mehr abhängig vom Dorf bin. Ich glaube, das wäre erstmal eine gute Vorgehensweise. Und von außen, muss ich leider sagen, sieht das Haus immer noch ziemlich beschissen aus. Aber das werden wir ändern. So. Also. Wir müssen ein bisschen was sammeln. Und zwar würde ich gerne erstmal damit anfangen, dieses Steinzeugs hier wegzumachen. Und außerdem etwas Kohle zu sammeln. Das brauchen wir nämlich auch.
So. Ich mache erstmal diese Schicht Kohle, diese Schicht Stein hier weg. Diesen Klotz, den ihr hier seht. Und dann würde ich sagen, mach mal die Kohle noch weg, die da ist. Genau. So. Erstmal schnell ein bisschen Stein wegkloppen hier. Kloppe die Klopp. So, und die große Frage ist jetzt, welches Thema könnte man denn mal während des Steinekloppens hier angehen? Das letzte Mal haben wir über die Schiefer geredet. Wir haben über Elon Musk geredet. Wir haben über die Musik von Minecraft geredet. Interessante Themen wären zum Beispiel Filme, Serien, Dinge, die ich so erlebt habe. Davon gibt es aktuell nicht sehr viel. Dafür wird es aber in Zukunft viel davon geben. Denn ich kann ankündigen, und es kann sogar sein, während diese Folge hier dann veröffentlicht wird, kann es sogar sein, dass ich in Sizilien sein werde. Ihr habt richtig gehört, ich werde in Sizilien sein, Mitte Dezember, und werde da ein Musikvideo drehen auf einem Vulkan. Hoffen wir einfach mal, dass dieser Vulkan nicht ausbrechen wird. Während des Drehs. Das wäre wohl sehr wichtig. Denn ich bin Filmemacher, ich drehe so ganz viele Videos, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Und ich habe auch einen Hauptkanal. Glencore Gaming ist mein Zweitkanal. Der Hauptkanal heißt Glencore Pictures. Genauso wie Glencore. Nur am Ende Pictures. Und da lade ich, naja, ich wollte gerade sagen regelmäßig, aber das stimmt nicht. Das ist eine ganz dreckige Lüge. Da lade ich sehr oft ja, Videos mit einer hohen Qualität hoch. Und genau. Ich werde unter anderem auch mit den Kenntnissen, die ich da auch erlangt habe, anhand des YouTube-Kanals und die Produktion der Videos von diesem YouTube-Kanal, anhand des Wissens werde ich dann ein Musikvideo drehen auf dem Vulkan namens Ätna. Und das Musikvideo ist für eine Sopranistin. Und das wird sehr interessant, weil ich noch niemals so eine Art von Musikvideo gedreht habe. Also im Ausland, irgendwo auf einem Vulkan. Also das ist schon eine recht spezielle Drehlocation tatsächlich. Und ich bin total aufgeregt, das zu machen. Vor allen Dingen, weil ich ja nicht irgendwie zum Location Scouting oder so hinfliegen kann. Ich kann den Drehort vorher nicht anschauen. Man muss quasi alles sehr spontan planen. Kurz gesagt, dieses Musikvideo wird eine riesengroße Herausforderung für mich. Und ich bin aber sehr gespannt darauf, wie das so wird. Auch mit Leuten zusammenzuarbeiten, die jetzt wirklich kein Deutsch sprechen. Ich habe Glück, die Musikerin spricht Deutsch und sie spricht aber auch, soweit ich weiß, Italienisch. Und das denke ich, wird sehr, sehr interessant werden. Hoffen wir einfach mal, dass der Vulkan nicht ausbrechen wird. Das wäre sehr gut, wenn dieser Vulkan nicht ausbricht. Ich hoffe es zumindest. Und soweit ich gehört habe, soll auch auf diesem Vulkan, auf dem Vulkan Ätna, oder nee, nicht in Ätna, der Vulkan heißt Ätna. Und zwar auf diesem Vulkan soll auch Star Wars Episode 3 gefilmt worden sein. Falls Star Wars jemand kennt, also ich meine, wer kennt Star Wars nicht? Und zwar wurde da in Episode 3 die Szene mit Anakin Skywalker und Obi-Wan gedreht, bei dem Anakin und Obi-Wan, das war doch Obi-Wan, ne? Wo Obi-Wan in diesem Lava-Strom da kämpfen. Das ist relativ am Ende des Filmes. Sollte eigentlich kein Spoiler. Nein, es ist ein Spoiler.
Sorry, es ist ein Spoiler. Aber ganz ehrlich, also wer Star Wars noch nicht gesehen hat und sich dann über Spoiler beschwert, im Jahr 2022, sorry. Aber das ist halt mittlerweile, es ist kein Allgemeinwissen, denke ich, aber es ist eher so, schon so ein Wissen, was viele halt haben und wo man halt schlecht drumherum kommt. Ich habe gerade ein sehr merkwürdiges Gefühl gehört. Ein gefährliches Gefühl. Wonach ein Krieg startete. Mit sogenannten Raidern. Naja, zumindest zurück zum Thema. Ich werde vom 12. bis zum 16. Dezember nach Sizilien fliegen. Und deswegen bin ich auch gerade so ein bisschen am Vorproduzieren hier für dieses Let's Play. Genau. Und jetzt, wo ich hier gerade sehe, diesen Tempel da hinten, den da, dieser Tempel, den würde ich auch gerne mal erkunden. Wir haben allgemein sehr, sehr viel zum Erkunden hier, aber alles mit der Zeit. Alles mit der Zeit. Wir haben sehr viel Zeit hier. Wir können hier sehr, sehr viel. Oh Gott, jetzt habe ich gerülpst, Entschuldigung. Wir haben hier sehr, 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 sehr viel zum Erkunden. Und diese Zeit möchte ich mir auch nehmen, tatsächlich. Genau. So, und jetzt habe ich fast die ganze Folge dieses Stück bergab getragen. Wahnsinnig spannend. Wahnsinnig spannend, wirklich. Und ich überlege auch noch, wenn ich jetzt nach Sizilien fahre oder fliege, einen YouTube-Vlog aufzunehmen. Natürlich wieder in höchster Qualität. Und ich glaube, es wird tatsächlich eher eine Doku darüber, wie ich halt dieses Musikvideo erstelle. Was halt so die Schwierigkeiten sind, was die Herausforderungen waren. Und ich schaue mal, wie das so wird. Das Ding ist halt nur, überall so in Sizilien herumzufilmen, ist halt so eine Sache. Weil, wofür ist Sizilien bekannt? Ja, nicht nur für positive Sachen, nicht nur für einen schönen Vulkan, sondern eben auch für die Mafia. Und ich habe von der Mafia eigentlich überhaupt keine Ahnung. Und dieses Thema ist auch extrem schwierig. Aber ich habe heute, zufälligerweise, mir endlich mal, The Irishman angeschaut von Martin Scorsese. Und ich muss einfach sagen, was für ein grandioser Film. Also ich fand The Irishman am Anfang irgendwie ziemlich langweilig, weil ich, das lag aber an mir tatsächlich, weil ich diesen Film vorher nie so richtig ausgiebig und konzentriert geschaut habe. Und jetzt habe ich mal während einer langen Zugfahrt mir diesen Film komplett angeschaut, konzentriert. Und holy shit, war dieser Film gut. Es hat mir einfach richtig gut gefallen. Und man hat so richtig viel über die Methoden der Mafia so erfahren. Man weiß nicht, wie die wirklich jetzt im echten Leben, in real life so, die Sachen machen. Aber es wird wohl ähnlich sein. Und den Film fand ich sehr, sehr stark tatsächlich. Obwohl ich ihn, wie gesagt, am Anfang sehr langweilig fand. Und da ging es tatsächlich auch unter anderem aus Charakteren, um Charaktere, die eben auch aus Sizilien stammen. Aus Catalania zum Beispiel, aus dem Umkreis so. Und worauf ich hinaus will, ist, dass es halt sehr schwierig sein kann, da überall
mit der Kamera herumzurennen, weil wenn man da einmal, auch unwissend vielleicht, in die falsche Ecke filmt, kann das eventuell ja sehr gefährlich sein, you know? Wie gefährlich das nun wirklich ins Ziel ist, das weiß ich nicht. Da habe ich keine Ahnung. Aber man sollte vorsichtig sein. Glaube ich zumindest. Denke ich mir so.